Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder hastig aufgelevelt. Das muss ich unbedingt unterbinden. Ich mache das lieber am Anfang des Parts oder so, dann habe ich mehr Zeit. Ich habe noch mal kurz hier so rüber geguckt und ich habe da einige interessante Sachen gesehen. Aber da gehen wir erst später drauf los. Als erstes heile ich mal meine Charaktere, weil so geht das ja nicht. Ich habe gesehen, da sind doch irgendwie so Dinger bei, die bei jedem neunten Schlag ein TP oder 1% wiederherstellen. Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an, finde ich. So. Weiter geht's. Ich muss ein paar TP haben. Ich bin aber geizig. Ich brauche keinen einzigen Gegenstand. Haben schon Fehler. Na, was willst du denn? So, neue Techniken haben wir ja nicht gelernt, ne? Aber er hat jetzt mehr AZ, glaube ich. Kommt mir irgendwie nicht so vor. Ne, Alvin hat mehr AZ. Ne, Bila hat mehr AZ. Was denn? Hat er schon immer 3? Warte mal. Ach, ich muss die ausrüsten, oder? Muss ich die ausrüsten? So als Fertigkeiten? Klar. Und bei Liliumkugeln habe ich so eine Technik gesehen, bei der Alvin mehrere Ladungen in sein Schwert aufnehmen kann. Neben Statistiken und Kriegsart. Die Wirksamkeit mancher Kriegsart wird von anderen Statistiken als P-Angriff und A-Angriff beeinflusst. Sie heißen Nebenstatistiken. Wenn Menschen sollst du die Nebenstatistik sein, wenn du die Linie kommen findest. Ja, woher kenne ich denn hier welche Art oder so von? Warum ist da ein Stern? Daneben Verbindung, links davon ist ein Stern. Das heißt, man bekommt also was, wenn man die oft genug einsetzt. Okay, das ist gut. Also für irgendwas muss man die bestimmte spielen. Soll ich darüber kommen? Also für irgendwas lohnt sich das auf jeden Fall, dafür einzusetzen. So, Jude, bitte verballer nicht so viel TP. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, ja Z auszurüsten, falls das überhaupt der Fall ist. Ich muss sagen, der Boss war jetzt nicht so ein großes Problem. Okay, die KP waren zwar immer hier so recht niedrig, aber bis jetzt gab es noch kein Problem. Vielleicht sollte ich ja doch meinen Schwierigkeitsgrad hochballern. Aber mit sowas ist nicht zum Spaß. Oh, 8 Dinger. Boah. Alle Fertigkeiten entfernen, genau. Das hat Z-Maximum 1. Die KP. Das ist schon mal gut. Ja, Abwehr. Also, vorwärts und okay. Ja, aber jeden Sieg beim Feind 10 KP. Witzabwehr. Weiter angepasst, sofort bis zu plus 3. Nein. Und TP gewinnen. Und natürlich, weil er noch passt. So. Ach so, Mann. Vergesset immer wieder. Windschutz. So, hey. Ja. Was nehme ich denn weg? Immer das hier. Und das hier. Und dann das hier. So. Jetzt hat jeder mehr. AZ finde ich da schon ein bisschen wichtiger. Wow, was zum? Er hat alle auf einmal. Wie geht das denn? Guardian Field, bam! So, das möchte ich mal gerne aufladen. Boah, heftig.
Kommt er aber so vor, als hätte ich gar kein Problem im Moment. Oder kommt das daher, weil ich hier jeden Kampf streite? Ich meine, ich bin ja fast noch gar kein Kampf hier ausgewichen. Ja. So, any idea who that woman was? No clue. Although she did seem to know me. Wie kommst du denn da raus? So, ja, die hat ja. I imagine you mercenaries make a lot of enemies in your line of work. Although I have to admit, she was really pretty. I never picked her for a bad girl type, kid. Or maybe you just like older women. I don't know. Maybe. Ereignisliste aktualisiert. Was dafür gab es ein Ereignis? Ernsthaft? Ja. Mila ist ja hier die Herrin der Elementargeister. Die ist bestimmt auch schon uralt. Nehme ich mal an. So, ach so, kommen wir da hin. So. Und hier geht mir mal aus dem Weg. Apfelgummi. Und Kupfererz. Das wird in den Läden irgendwann investiert. War das sogar so ein Ausrufezeichen? Über den Schädel. Muss ich mal gucken. Ist er jetzt wirklich extra dafür? Nee, nicht hier. Ereignisliste. Oder war es hier? In Arbeit? Okay. Ja, okay. Finde ich ein bisschen übersichtlicher als in Tales of Graces. We've arrived. Was du nicht sagst. So, this is Nia Kara. Huh. I thought it would be fancier. Habe ich mir ehrlich gesagt auch gedacht. Where's Ivor? He went off to find Lord Maxwell and Lord Maxwell. Yes, I have returned. I can't believe you deign to speak to me. I am unworthy. I guess she's the real deal. She's something, all right. Not everyone gets to road trip with a major deity. I had my doubts. Please relax. No need for formalities. You say Ivor isn't here? Yes, but he should have returned by now. We're worried about him. I see. He always did have a short temper. Please, return to your work. I need to perform the ritual to resummon the four at my shrine. But it would seem my handmaid is away. Would you mind lending a hand? What? You mean we can help you? I'm not exactly a religious scholar. It's nothing difficult. The village has four altars, each with the. Ja, so reagieren die Leute übrigens auch, wenn ich auf der Straße laufe. Direkt alle verbeugen. Precisely. Boah, ich fühle mich, als würde ich hinter ihnen laufen. Ist ja voll geil. Why don't you just ask the villagers for help? You saw what just happened. Except for my handmaid, I don't really fraternize with the villagers. They can barely look at me, let alone hold a conversation. Ah, the trials of godhood. Well, I guess a little physical labor won't kill us. Right, kid? We can handle it. Können wir mal sagen, was genau wir überhaupt machen müssen? Don't worry, Jude. I'll explain your predicament to the villagers after the ceremony. Please be patient for just a little longer. Sure.
Okay, let's get hunting for those temporal stones. You said they were in the village? Yes. Gather the stones and bring them to the shrine. It lies beyond the village. Oh, man hat uns gesagt, was wir machen sollen. Verdammt. Boah. So, Nirkera, Maxwells Heiligtum. Ich gehe natürlich erstmal überall anders rein. Ivars Haus. So. Gucken wir mal. Na, gucken wir mal. Okay, wir haben geguckt. Hier ist nichts. Hey. So, 50 Gold. So, wo könnten denn diese Steine sein? Huhn! Ja, Weltensteine. Denke ich mal, die sind auch irgendwo auf der Welt. Was hast du zu sagen? Alle reden immer nur davon, wie toll Maxwell doch ist. Aber ich finde sie einfach wunderschön. Na, da hast du dich aber nochmal gerettet. Immer nur von wie toll Max doch ist, doch ich finde sie einfach wie geil. Compared to the outside world, I guess Nia Kara really is quaint. Oh. Hey. Ah. Oh. Wie geil. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das klappt. Schön. Schön, wenn man solche zwar unnötigen Dinger einbaut, aber. Naja. Sind die einer jetzt auch Steine? Weltenfeuerstein, ein Feuerelementmedium, das Menschen und Geister euch verbindet. Minus hat. Mein Gott! Milas Heimatstadt. This is your hometown, Mila? It's so normal. Isn't it nice? It's so quiet here. Yeah, it sure is. Pretty weak, huh? I was expecting something freaky. Hey, come on. Did you say something? Oh, I was just wondering if your parents were around. Spirits don't have parents. And how were you born? I took this form 20 years ago. I appeared along with the four in also the village 20. Why? You seem to have a lot of questions about me. Just trying to keep Jude entertained. He was complaining about how boring the village was. Jude, do you crave chaos that much? What? I didn't say anything like that. Okay. Hier ist ein Speicherpunkt. Gut. Hey. Warum verbeugst du dich nicht? Die übernachten gehen verständlich aufs Haus. Machen wir einfach mal. Ehe wir die Steine noch nicht finden, kann da noch nichts passieren. Kein Skit? Abyss. So, hier war so ein. Verdammt. Ach. Hier kann man auch noch rein. Dann gehen wir mal da rein. Die Steine werden wahrscheinlich alle irgendwo draußen sein. Dann kann ich mich ja hier noch umgucken. Und warum habt ihr hier nichts, was eure Göttin ausrauben kann? Ich wollte schon sagen, Apfelgummi, ja super. Hm. Wieso habe ich denn nicht mehr 15? Ach, im Bosskampf. Ach ja, die haben ja... Ja, okay. Dann habe ich wesentlich nicht immer so viel Apfelgummis dabei. The villagers channel a combination of earth and wind spirits when constructing them. Hm. Aber hier ist nichts, oder? Pflanze? Nö. Nix Pflanze hier. Ich wollte also diesen schmalen Pfad gehen, verdammt. Oh, du hast ein Ausrufezeichen. Aber was du uns zu sagen hast, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.